halbes Tal. Das Karlstal ist ein Naturschutzgebiet im Pfälzerwald unweit Kaiserslautern. Es wird durchflossen von der Moosalb und bildet auf einer Strecke von ungefähr 3 Kilometern eine pittoreske kleine Schlucht. Der Baumbestand, Felsbrocken und kleine Wasserfälle lassen die Karlstalschlucht zu den interessantesten Zielen im Pfälzerwald gehören. Noch bis vor 100 Jahren war das Tal der Moosalb sozusagen ein kleines Ruhrgebiet im Pfälzerwald. Namen wie Oberhammer oder Unterhammer erinnern noch an diese Vergangenheit. Werfen wir zunächst einen Blick in das pittoreske Ensemble der Schlucht. Ja, da bin ich. Ja, musst du mich lange drehen.
Entlang des Eisenhüttenweges finden wir einige alte Hammerwerke. Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe dich. Ja, ich sehe dich, wenn ich... Da sitzt ein kleiner Fuchs und da flogen gerade drei. Das ist natürlich schlecht.
hier ist es dann schon zu Ende. Ja. Irgendwas hat er Schloss. Schloss, ja. Ein Schlösschen gibt es hier. Da. Nee, da komme ich nicht rein. Das Barockschloss von Drippstadt, Sitz der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft. Das markanteste Bauwerk Drippstadts ist das Barockschloss, die kleine Residenz im Pfälzerwald. Erbaut wurde es von Franz Karl Joseph, Freiherr von Hacke.
Der war Obristjägermeister gewesen und seine Aufgabe war es, die kurfürstlichen Wälder und Jagden zu verwalten. Ein herrlicher Sonnenschein, du. Ja. Wunderschöner ganz Himmel. Toller Tag. Ganz toll.
ja ein herrlicher Sonnenschein, du. Ja. Wunderschön. Ganz toller Tag. Ganz toll. Und hier haben wir jetzt auch Geplätscher, wenn ich ins Karlstal kam. Genau. Das wiederholen wir noch. Oder das machen wir noch.